Ja, hallo Leute, euer Influencer Marc Bellinghaus. Warum sehen wir Katharina Kostolmein, ha? Ja, ich werde es euch gleich sagen. Ich weiß aber nicht, ob ich das in einem Video schaffe, weil es ist heute richtig, richtig viel. Ich mach's ganz kurz. Es betrifft den Landesvorsitzenden der GdBA NRW, Raphael Westermeier. Und dieser Mann, ich nehme an, Entschuldigung, Herr Westermeier, Sie tragen immer so gerne Frauenketten, damit Sie so divers rüberkommen und dann extra diesen 80er Jahre Oberlippenbart. Es ist ja, ich habe Sie gesehen und ich wusste, dass man Ihnen nicht vertrauen kann, dass Sie einfach falsch sind. Falsch, wie ein Intrigant nur sein kann. Aber dafür gibt es hier auf der Webseite bzw. auf der Google-Seite, ja, erlauben, gibt es jetzt ein ganz interessantes Video. Da ist nämlich die Stimme und die Botschaft einer durch Katharina Kostolmein rausgeschmissene Schauspielerin. Das ist Ihnen, Herr Westermeier, natürlich scheißegal, weil Sie stellen sich gerne hin und kreuzen die Arme und machen auf GdBA Aktivist und bla bla bla. Und dann bin ich heute richtig umgefallen, als ich diese falsche E-Mail von Ihnen an diese Frau gelesen habe. Und die werde ich jetzt vorlesen, damit jeder in der GdBA und auch die Schauspieler, die nicht in der GdBA sind, ja, dass sie wissen, was sie für ein Kerl sind. Sie sind Judas, das ist noch freundlich. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist der besagte Brief, den mir meine Anwältin heute übergeben hat. So, E-Mail des Landesvorsitzenden der GdBA an mich. In mich ist die Frau Kostolmein gemeint vom 9.11.2023. Herr Westermeier, nochmals. Sie sollten sich wirklich schämen und Sie sollten sich überlegen, ob das der richtige Posten ist. Das ist ein Intrigante, das ist sowas von schäbig und sowas von hinterlistig und dreckig. Außerdem haben Sie noch gelogen, darauf kommen wir jetzt. Liebe Frau Kostolmein, wir werden uns ohnehin am Montag kennenlernen, wenn ich als Landesvorsitzender der GdBA zu Ihnen nach Münster komme. Wolfgang Schwanninger hatte um Absprache mit mir bereits Kontakt zu Ihnen aufgenommen. Ich bedanke mich im Gegenzug dafür, dass Sie uns die Petition von Herrn Bellinghaus weitergeleitet haben. Ach, wie schön, das ist ja... Ist ja wirklich schön, gell? Wie so ein kleiner Streber, so ein richtiger Ja-Sager, so ein richtiger... Was suchen Sie im Theater? Sie sollten wirklich irgendwo in die Politik gehen, da könnten Sie richtig schön hetzen, so hinter den Rücken von anderen, das passt nämlich besser zu Ihnen, Herr Westermeier. Ohne mich inhaltlich dazu zu äußern, möchte ich einmal deutlich klarstellen, dass Herr Bellinghaus hier nicht für die GdBA spricht, aha, klar, und auch kein gewählter Funktionär oder Offizieller der GdBA ist. So, Herr Westermeier, wer war denn dann im Mai 2023 in Essen im Alto-Theater? War das mein Geist oder war das meine Reinkarnation, wofür Sie mich alle halten, ja? Meinen Sie, ich bin blöd? Wir werden diese Infos selbstverständlich auch an die von Herrn Bellinghaus, wow, ich konnte es nicht glauben, auch von die von Herrn Bellinghaus adressierten Ministerien und die Stadt Münster und den Oberbürgermeister Markus Lewe senden. Ist das nicht lieb? Das ist doch so ein schöner Verräter und so ein schöner Lügner. Wir werden auch mit Herrn Bellinghaus diesbezüglich Kontakt aufnehmen. Hier ist eine persönliche Notiz. Das ist entweder die Anwältin von der Stadt Münster bzw. Kostolmein oder Kostolmein selber Handschrift. Ist das passiert? Fragt sie nach. Ja?
Dies als Information vorab. Und ich bringe einen ganzen Eimer Schleim mit. Den kann ich dann vor Ihnen auf dem Boden austeilen. Und dann kann ich mich drin rumsuhlen. Das ist jetzt mein dazugefügt. Ich freue mich darauf, Sie am Montag persönlich kennenzulernen. Und sende bis dahin herzliche Grüße aus Dortmund. Raphael Westermeier. So, für jeden, der mir jetzt noch nicht glaubt, dass das ein absoluter Intrigant, ein Schleimer und ein hinterlistiger Genosse ist, dann sollten Sie sich diese E-Mail merken. Und bitte, bitte senden Sie diese E-Mail und dieses Video weiter, weil das ist der Beweis, dass dieser Kerl lügt, dass er absolut auf dem falschen Posten ist, dass es ein Schleimer ist, der eine Intendantin, die 45 Leute einfach so rausgeschmissen hat von heute auf morgen. Dieser Kerl ist ein Verräter. So, und jetzt zeige ich euch noch was, ja? Das ist nämlich auch. Ich bin letztes Jahr, habe ich mich zurückgestellt und da habe ich zum Beispiel geschrieben, kandidiert als Landesvorsitzender. Ich bin auch noch so blöd gewesen und habe diesen ganzen dummen Aufforderungen, die wirklich nur Schall und Rauch sind von der GdBA, habe ich wirklich wahrgenommen, habe irgendein Foto genommen, das ist scheißegal, wie ich aussehe, habe ich mir gedacht, ich trete da an als Landesvorsitzender und ich glaube, ich habe mittlerweile bewiesen, dass ich nicht nur das Zeug dafür hätte. Ja? GdBA, Bühnengenossenschaft Union, Mark Bellinghaus, Schauspieler. Ich will, dass KünstlerInnen absolute Sicherheit im Theater garantiert wird. Was mir geschehen ist, und damit spiele ich auf diese ganzen Missbräuche an, von Herrn Behletz, dem Freund von Frau Kostolmein, dem Herr Westermeier ganz bestimmt wahnsinnig gerne kennengelernt würde oder hätte, und sich da hochzuschleimen. Was mir geschehen ist, das darf keine anderen Person widerfahren. Darum werde ich mich einsetzen als Teamplayer und mit vielen neuen Ideen, die habe ich schon bewiesen, die vielen Ideen, für ein Erlebnis, das da heißt Theater. So, ja? Und dann bin ich da hingekommen und habe alles schon vorher abgesprochen. Das war wirklich wie, als wäre ich nach Nordkorea geflogen und da ist alles schon bestimmt. Oder in Russland jetzt vor kurzem mit Putin. Das war genau die gleiche Kacke. Wen wollt ihr eigentlich verarschen von der GdBA? Hä? Bei der GdBA. Ihr habt so tolle, schöne, flashy und bunte Zeitungen. Ich habe euch so viel geschickt und nichts wurde gemacht. So, das ist meine Message für Herrn Raphael Westermeier, ne? Das habe ich gefunden dazu, zu Ihrem Verhalten. Habt keine Angst vor den Worten eines bösen Menschen, Ausrufezeichen. Seine Herrlichkeit verfällt der Fäulnis und den Würmern. Und da seht ihr, woher das stammt. Brauche ich wohl nicht vorlesen. So, Herr Westermeier, ich wollte Ihnen nur mal ein Foto zeigen. Das habe ich gemacht bei der Premierenfeier für Was ihr wollt von Shakespeare. Das war kurz bevor diese Kündigungs-Donnerwetter losging. In der Höhe, wohlgemerkt, von Corona. Diese armen Schauspieler sind fast alle rausgeflogen. Ja? Die haben nicht so einen tollen Arschkriecher-Job wie Sie in Dortmund, wo Sie wirklich sich produzieren. Ich hoffe, dass alle Leute, die Sie kennen, jetzt Ihr wirkliches Gesicht sehen. Denn mit so einem Verrat gegen einem Einzelkämpfer gegen das Unrecht sollten Sie wirklich zurücktreten von Ihrem Posten. Sie sollten sich schämen. Sie sollten irgendwo in ein kleines Schultheater gehen und da vielleicht irgendwie die Poster kleben oder irgendwas anderes. Sie haben alle Schauspieler, die hier durch eine irre Generalintendantin, die noch dazu ihren Alten da reinsetzt als Moderator. Das habe ich auch durch Zufall nur erfahren und gesehen. Ich war nämlich da. Ja, sollten Sie sich schämen. Und hier ist mein Kunstwerk, um zu beweisen, dass Herr Westermeier lügt. Da sitzt der Judas an der Tafel. Ich habe dieses Foto The Last Supper genannt. Das ist wirklich sehr vergleichbar mit dem letzten Abendmahl. Und wissen Sie, was das hier ist, hier vorne? Das ist eine moderne Version vom Heiligen Gral. Das ist der Heilige Gral und hier ist dieser Judas, dieser Intrigant, dieser Verräter.
Und das sind Schauspielerinnen. Ja, die haben sich sehr geschämt, dass ich ein Foto wollte. Ich sitze hier in der Mitte. Ich kann ein bisschen ranzoomen, aber das ist ein sehr kleines Format. Das ist das gleiche Outfit, was ich genommen habe für diese Katharina Kostol, mein Artikel, die immer noch Gott sei Dank dastehen, weil da sind Leute, die sind nicht vor ihr eingeknickt. Diese Frau hier, diese Schauspielerin, die war die einzige, die mich abgelehnt hat bei der Wahl. Sie wollte nicht sagen, warum, aber wir wissen ja alle den Grund durch Frau Carola von Seckendorf. Hier ist Rose Lohmann, die ist aus Münster. Mit der habe ich mich gut unterhalten. Ich sitze ja nicht weit davon. So, dann waren alles, es war in absolut, Sie sehen an der Haltung, jeder tut die Hand vors Gesicht, weil jeder weiß, wer ich bin. Jeder möchte nichts mit mir zu tun haben, aber ins Gesicht sagen will keiner. Hier ist übrigens der Luca. Das ist der Mann, den ich vertrete. Er ist vom Tanz, er hat von Schauspiel und was weiß ich, keine Ahnung. Aber ist ja auch egal. Ich bin sein offizieller Vertreter. Insofern habe ich nicht gelogen, als ich gesagt habe, ich bin ein GdBA-Offizieller. Ich bin der Vertreter vom Künstlerhilfevertreter. Was ist daran nicht offiziell, Herr Westermeier Arschkriecher? Ha? Was ist daran nicht offiziell? Können Sie mir das vielleicht e-mailen? Sie haben mir ja auch so ein paar ganz, ganz offensichtliche E-Mails, dass Sie wirklich Ihre Seele verkauft haben zu dieser üblen Frau Dortmund, genau. Sie sollten sich wirklich schämen. Die GdBA hat ein Problem. Sie ist fake. Sie ist komplett... Sie laufen dafür für Vertragsverlängerung bzw. Vertragsnichtkündbar machen. Und hier macht ein Vorsitzender der GdBA, verrät und verkauft seine eigenen Kolleginnen und Kollegen. Das habe ich hiermit bewiesen, mit dieser E-Mail an diese Kostolmein, die wirklich mir mein Theaterstück geklaut hat. Man muss sich das mal vorstellen, das ist wirklich der Hammer. Das ist ein geiles Foto mit Verräter, mit diesem Judas, ganz links, da. Ich sitze in der Mitte, ich finde das gut. Und vor allem diese Mienen von diesen ganzen Leuten, weil sie genau wissen, wer sitzt da, wer ist der Kerl, wir wissen es ganz genau. Herr Westermeier, warum tun Sie uns nicht einen Gefallen und sagen es einfach? Sprechen Sie doch aus, was Ihre beste Freundin Carola von Seckendorf sich nicht getraut hat. Ha? Sagen Sie es doch mal.